gibt es ja diese Geschichte, wie überhaupt dieser Landeshändler Beromünster hierher gekommen ist, in diesen, an diesen Ort, an diese Stelle. Und da hängt ja dann eben auch die Geschichte mit dem Namen dieses Ortes auch zusammen. Ja, das ist total spannend, weil man muss sich zurückversetzen in die Idee des Bundesrates. Der Bundesrat muss wie beschließen, der Sender kommt in die Zentralschweiz, oder? Das ist eine politische Frage. In die Zentralschweiz, Urschweiz und so weiter. Und dann, von dort weg, hat der scheinbar nichts mehr zu sagen. Nach vielen Aussagen von Leuten, die heute kommen, hat er nichts mehr zu sagen. Weil die katholische Kirche, die hatte viel mehr Macht in der Zentralschweiz als die Politik. Also hat die Kirche und die obersten Herren, die waren damals in Münster, in diesem Stift, oder? Waren die zu Hause und die haben einfach gesagt, der Sender kommt hierher und der Sender heißt Münster. Da haben sie aber Pech gehabt, weil Münster war auf der Sendeskala bereits gebucht von Deutschland her. Und sie mussten dann den Grafen Beron, der das Ganze gestiftet hat dort in Beromünster, mussten sie vorzustellen. Und so sind sie also vom Stift runter in den Flecken gegangen. Flecken, wohlverstanden, nicht einfach eine kleine Gemeinde mit Marktrecht und so weiter, und haben denen gesagt, wir heißen ab sofort Beromünster. Wenn man heute nach Beromünster geht, heute noch nach Beromünster geht, von Beromünster spricht, weiß jeder, dass man auswärtig ist, weil kein Einheimischer würde dieses Wort verwenden. Es heißt immer noch Münster wie eh und je.